So, hier haben wir jetzt mal ein ganz anderes Video, nämlich mal wieder ein kleines Infovideo, nämlich ihr wisst ja, die meisten da draußen würden sich gerne Rettet die Welt holen oder wissen noch nicht, ob sie sich holen wollen. Also wegen dem Titel ist schon mal kein Clickbait. Ich kann es euch auch direkt zeigen, wenn wir nämlich hier bei den Aufgaben geben, es gibt kostenlose V-Bucks. Klar, das Spiel an sich kostet Geld, aber man bekommt täglich V-Bucks. Zumindest mal 50 V-Bucks auf jeden Fall. Da müssen wir einfach mit dem Konstrukteur 50 Hüllen aus, 300 Hüllen töten. Ist kein Problem, werdet ihr gleich auch merken in der Mission selbst. Und dann gibt es natürlich noch teilweise, nicht immer, aber immer öfters, ist wirklich so, hier nochmal für eine Mission bekommen wir nochmal 40 V-Bucks, werden alleine heute schon mal 90 V-Bucks. So, dann gehen wir mal kurz auf tägliche Belohnungen. Ihr seht schon, in 3 Tagen, also ich bin jetzt 158 Tage eingeloggt bei Rette die Welt. Ist nicht viel, um Gottes Willen, aber ich habe den Account ja wegen YouTube neu erstellt. Da bekommen wir in 3 Tagen schon wieder 150 V-Bucks und eine Woche später drauf bekommen wir nochmal 300 V-Bucks. Also, wenn ihr euch wirklich überlegen seid, wollt ihr euch Rette die Welt holen oder einen 20-Euro-Skin, sage ich euch schon direkt, holt euch Rette die Welt. So, wie kriegt ihr immer raus, wie diese V-Bucks-Missionen sind, wo die sind, welches Level die haben? Ganz einfacher Tipp, guckt meine Shop-Videos. In meinen Shop-Videos werde ich halt immer einmal hier den aktuellen Shop, natürlich aus Battle Royale, einmal den normalen Shop aus Rette die Welt zeigen, dann natürlich, was für Lamas es gerade gibt, wie die Gegenstände gerade so sind. Und wenn ihr Fragen habt, kommt einfach in den Livestream rein, auch wenn wir Battle Royale spielen, gerade in dem Moment. Fragt einfach, was Rette die Welt betrifft. Und ihr bekommt auch da definitiv eine Antwort. So, das Video wird auf jeden Fall ein bisschen länger dauern, aber das waren auf jeden Fall schon mal die wichtigsten Informationen. So, jetzt gehen wir erstmal hier hin, machen die 40 V-Bucks-Mission. Ist diesmal Stern-Level 76. Also ist schon mal ein bisschen höher, aber wenn ihr euch ein bisschen ins Spiel reingefunden habt, werdet ihr auch im Blitzlevel ruckzuck aufsteigen. So, ihr seht, wir haben schon mal keine Mitspieler. Woran liegt das? Genau, wir haben nämlich die Lobby noch auf Privat stehen. Dafür müssen wir erst nochmal aus der Lobby rausgehen. Zack, weil viele wollen natürlich ihre Ruhe haben und spielen öfters privat, aber bei Rette die Welt muss man sich öffentlich stellen, wenn man mit anderen spielen will. Außer man verschickt halt Einladungen an Freunde und holt die halt so mit in die Lobby. Aber es wird keiner zufällig dazukommen. So, einmal auf öffentlich gestellt. Zack, ihr seht ja, hier fängt man an, dann geht man hier rüber zu Plankaton, dann geht es rüber zu Brutal und dann Twin Peaks. Da sind wir natürlich schon. Wir haben auch die Story soweit durch, aber ihr seht ja, selbst ich kann noch nicht überall rein. Also selbst ich muss noch ein bisschen Gas geben, was das betrifft, obwohl ich schon Level 98 bin. Aber jetzt gehen wir erstmal rein in die V-Bucks-Mission und jetzt werden wir auch direkt sehen, jetzt werden definitiv welche da sein. Und Achtung! Zack, ihr seht, Lobby voll. Weil logischerweise V-Bucks will jeder haben. Und klar, es ist ein bisschen Clickbait, was den Titel betrifft, aber sie sind in Anführungszeichen kostenlos. Ihr bezahlt einmal für Rette die Welt und habt dadurch alles frei. Ihr bekommt nicht mehr oder weniger Missionen, wenn ihr euch ein größeres Paket holt. Die ganz normale Standard-Edition von Rette die Welt reicht da vollkommen aus. Das sind jetzt, sag ich mal, so die wichtigsten Informationen, die ihr braucht. Wir machen jetzt einfach mal hier diese eine Mission und dann werdet ihr auch sehen, wie schnell es eigentlich geht. Es kommt halt immer darauf an, ob die Leute am Farmen sind oder ob die Leute schnell auf Endergebnis gehen wollen und sich die V-Bucks holen wollen. So, die Ladezeiten vom Ladebildschirm sind ein Tick länger. Ein Tick, aber nur ein Tick. Also da müsst ihr euch leider dran gewöhnen, aber es ist nicht so schlimm wie bei GTA. Also es geht doch relativ zügig. Aber man darf ja nicht vergessen, die komplette Welt muss geladen werden. So, dann gehe ich nämlich immer hin und stelle hier erstmal alle stumm, damit mir hier keiner ins Video reinquatscht oder irgendwelche Copyright-Geschichten passieren. So, wir müssen hier einen Bus finden und den mit BlueClue befüllen. So, die alten Hasen unter euch werden natürlich wissen, was ich hier mache, aber ihr dürft nicht vergessen, wir haben natürlich auch neue Spieler, die halt wirklich am Überlegen sind, sich Rette die Welt zu holen oder nicht. Aber ich denke mal, wenn man V-Bucks bekommt, ist das eigentlich schon ein guter Anreiz. So, ja, die wollen erst noch alle ein bisschen farmen, wie man sieht. Aber man braucht 2 Plu-Klu, um das Ganze zu starten und dann nochmal 2 Plu-Klu, um die zweite Phase zu aktivieren. So,
Ach lol, man merkt schon, ich spiele mit dem Helden eigentlich nie. So, ja, lass den das da gerade machen. Aber ihr müsst halt auch definitiv an der Mission teilnehmen, weil sonst bekommt ihr nämlich auch die V-Bucks nicht. Das ist ganz wichtig. Also nicht, dass ihr denkt, ach, ich brauche noch Holz etc. Ich farm jetzt mal eine ganze Runde Holz. Könnt ihr natürlich machen. Das Problem ist nur, ihr müsst auch an der Mission teilnehmen. Also so ganz einfach. Die anderen die Arbeit machen lassen, geht nicht. Ich sage extra nicht leider, weil es ist richtig so, weil sonst wird am Ende die Mission gar keiner machen. So, dann gehen wir weiter. Klar, jetzt wird es für die meisten ein bisschen langweiliger, aber ich habe ja schon gesagt, die wichtigsten Informationen habt ihr jetzt eigentlich bekommen, was Rettet die Welt betrifft. Aber ich will natürlich den Leuten noch zeigen, dass das Ganze real ist und nicht irgendwie, ach ja, der mit Photoshop bearbeitet hat, einfach irgendwie für Zwiebacks reingeschrieben. So, wie ihr seht, es geht schon los. Zack. Also, die Leute haben doch Bock, schnell die Runde zu beenden. Das ist schon mal sehr gut, weil manchmal hat man halt Missionen, da sollte man halt schon wirklich zu zweit, zu dritt sein. Und dann ist natürlich blöd, wenn immer irgendeiner dabei ist und ist am Farmen wie so ein Idiot. Mal gucken, ob wir jetzt die andere Mission auch schon direkt hinkriegen mit den 300 Hüllen töten. Das könnte ein bisschen schwieriger werden, weil es halt logischerweise 300 sind. Aber wir werden es natürlich trotzdem probieren. Hier mit dem Helden an sich, der ist halt eigentlich für die Konstruktion zuständig und nicht für Kills zu machen. Aber jetzt werden wir schon irgendwie hinkriegen. Wenn nicht, muss man halt nochmal eine Mission reingehen. Guckt einfach, dass man im Spiel weiterkommt und macht da seine Kills. Aber ihr seht ja, hier sind nur OP-Leute drin. Ich meine, ich bin jetzt auf Level 140 hochgestuft worden, weil die Lobby an sich ziemlich stark ist. Ja, die mit dem Schild, man liebt sie oder man hasst sie. Ich bin eher für hassen. Und ihr seht ja unten rechts, 41 Hüllen haben wir jetzt schon weggemacht. Und wenn wir 300 haben, haben wir halt da auch unsere Tagesaufgabe fertig und nochmal 50 V-Bucks. So, und wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, schreibt auch gerne in die Kommentare. Also ich muss sagen, die Leute, die so zu meiner Community gehören, helfen da auch gerne weiter. Wenn ihr irgendwie Leute sucht zum Spielen, auch da, Coco, kommt einfach in den Livestream rein. Über Videos wird es ein bisschen schwierig über die Kommentare. Also da wird es echt schwierig. Aber ansonsten, wenn ihr seht, ich bin live und ihr sucht Mitspieler, kommt einfach mal rein, fragt, ob ihr Hilfe bekommt. Eigentlich findet sich da immer irgendeiner. Weil logischerweise sind nicht alle schon High-End. Also wer das behauptet, der hat auch die Realität noch nicht ganz mitbekommen. Also stellen wir hier mal in den Spawn noch was rein. Wie ihr seht, mit den Kills, ja, die sind jetzt, die fallen alle ziemlich schnell um. Das liegt aber auch einfach daran, die Waffe ist ziemlich OP. Und mein Blitzlevel ist natürlich deutlich höher als das Level von den Gegnern. Aber ich denke mal, wenn ihr selber Rettet die Welt gespielt habt, schon, dann wisst ihr auch, dass das Ganze ein bisschen schwieriger wird, wenn man zu schnell hochgeht. So. Und wenn ihr natürlich starke Gegner dabei habt, dann wird es natürlich eh. Also starke Teammates. Dann ist die Mission zwar einfacher, aber wenn ihr Kills machen müsst, ist es natürlich ein bisschen schwieriger, die Anzahl an Kills hinzukriegen. Aber sieht eigentlich noch relativ gut aus. Jetzt schon 100 Kills. Aber ich denke mal, die 300 werden wir nicht ganz in einer Mission schaffen. Aber wie heißt immer so schön, wir sind stets bemüht. Und wie gesagt, wenn ich euch damit schon weiterhelfen konnte, gerne ein Like da lassen, ein Abo da lassen. Wie gesagt, bei mir ist so eine gesunde Mischung von allem. Ihr bekommt Livestreams mit Custom Games, ihr bekommt Abo zocken, bisschen Rettet die Welt. Also wirklich alles, was Fortnite betrifft. So, Dead Runs haben wir jetzt auch neu für uns entdeckt. Gruß gehen da raus an Mark, der verzweifelt manchmal an irgendwelchen Dead Runs rumgammelt. So, 107 Hüllen haben wir jetzt. Ah, das Problem ist, die Mitspieler sind halt so stark, die klauen uns in Anführungszeichen echt die Kills. Weil ihr seht's ja. Hier bleibt eigentlich fast nichts stehen, zum Bus kommt fast gar nichts hin. Aber das ist normal. Ja, besser so, als hier dreimal zu verlieren und dann die Belohnung nicht kriegen. Ja, die Lecks sind auch wieder inklusive heute Morgen. Boah, ich komme hier gar nicht zu, irgendwo Schaden zu machen.
Ah, jetzt sieht es ein bisschen besser aus. Aber trotzdem erst 130 Höhlen. Ist natürlich ein bisschen wenig. Aber dann muss man halt zweimal da rein. Aber die Höhlen, das bleibt auch da stehen. Also ihr müsst nicht in einer Runde die 300 Höhlen machen, sondern ihr könnt das auch in einer Runde 10 machen. Aber ich sag schon direkt, die Mission muss geschafft werden, weil ansonsten zählt das leider nicht. Also ihr könnt nicht einfach irgendwo solo reingehen und sagen, oh, ich töte jetzt mal 50 Stück und dann mache ich in der nächsten Mission meine 250 und spreche die Mission ab. Das funktioniert halt. Oh, da habe ich ein bisschen gepennt. Das ist halt, wenn man denkt, mal so unbesiegbar. Liegt aber auch daran, weil ich gerade einen ziemlich schwachen Helden dabei habe, den ich noch gar nicht gelevelt habe. Sondern einfach nur gerade für die Mission mitgeholt habe. Weil Konstrukteure spielt echt gar nicht. So, jetzt haben wir die Hälfte, haben wir jetzt erreicht. Und im Prinzip in 5 Minuten Spielzeit. So, zack, 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 zack. Klar, ich könnte auch eine andere Waffe nehmen, aber ich habe halt immer die Hoffnung, dass noch irgendeiner mitspawnt und ich dadurch direkt zwei Leute mithole. Aber ich muss ja sagen, ich habe ja eine nette Community, die mir da gerne weiterhilft, was Waffen betrifft. Aber natürlich versuche ich mir die Skizzen langsam alle selber zu erarbeiten. Weil wenn man alles geschenkt bekommt, glaubt mir, es bringt euch nichts. Weil wenn irgendwann euer gnädiger Freund mal keine Waffen für euch herstellt, habt ihr nämlich ein Problem, wenn ihr euch selber keine herstellen könnt. Das weiß ich deshalb. Ich sehe es nämlich wirklich auf meinem anderen Account, also auf meinem eigentlichen Hauptaccount, mit dem ich mit Rettet die Welt und alles angefangen habe. Wenn du da nicht die Skizzen hast, hast du echt ein Problem. So, dann müssen wir eigentlich gleich schon eine Minute noch, dann ist das Ganze schon fertig. Ah, wäre natürlich schön, wenn die anderen auch keine Kills machen würden, aber die sind natürlich auch alle ihre Tagesmission gerade am machen, gerade früher morgen. So, gerade nochmal hier ein bisschen Luftunterstützung. So, gerade mal schnell hochheilen. So, wie viele Kills haben wir jetzt? Ah, ich glaube, die 300 werden wir nicht schaffen. Ich sag mal, wir kriegen 220 hin. Liegt aber auch daran, wir sind direkt am Bus gewesen, haben keine rumlaufenden Mobs gehabt. Wie seht ihr, hier fällt alles direkt um. Aber eins sage ich euch schon mal direkt, es wird nicht immer so sein. Ja, wie ich gesagt habe, 220, 250, aber ist kein Problem, da kann man in der nächsten Mission die Kills machen und schon hat man es auch geschafft. So, jetzt kommt hier halt das Endergebnis und ihr seht schon, wie lange bin ich jetzt online? 13 Minuten. Gut, hier muss man wirklich sagen, das war jetzt verdammt schnell. Also das wird bei euch nicht immer so sein und ihr seht ja schon am Schaden. Ich habe ja schon gut Schaden gemacht, aber er hat halt mal gerade 7600, also das Dreifache an Schaden gemacht. So, zack, 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 zack. Und nochmal Level up. Schmeckt. So, dann gehen wir uns jetzt mal direkt unsere V-Bucks abholen. Ding, ding, ding. Er hat sich einen Pucki-Tanz gegönnt. Und wegen dem Pucki-Tanz, ich muss es sagen, gern könnt ihr auch meinen Creator-Code benutzen, yt-familyhack, wenn ihr das Ganze natürlich unterstützen wollt. Ich kriege davon einen kleinen Bonus. Ihr bekommt dafür vielleicht nochmal irgendwie was zurück. Mal gucken. Und jetzt holen wir aber erstmal unsere V-Bucks ab. Denkt dran, Ladebildschirm dauert einen Tick länger. Für alle, die den Hintergrund haben wollen, ganz einfach ab in Frostnight reingehen, zu einer Blue Clue hier in den Ofen reinschmeißen und dann bekommt auch ihr diesen Hintergrund. So. Ja, der Ladebildschirm. Ich weiß, ist nervig. Aber ich finde persönlich, das ist nicht so schlimm wie bei bei GTA. Also bei GTA ist echt schlimm. Aber hier geht es eigentlich noch. Vor allem, es war mal eine kurze Zeit richtig schlimm. So, hier sehen wir 40 V-Bucks und wir können einfach weitermachen. So, dann würde ich auf jeden Fall schon mal sagen, das war's dann eigentlich schon mit dem Video. Mehr wollte ich euch eigentlich gar nicht zeigen. Wenn ihr noch Fragen habt, kommt wie gesagt einfach mal im Livestream vorbei und da können wir gerne mehr drüber besprechen. Also in dem Sinne würde ich sagen, haut rein.